Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together World of Warcraft Shadowlands in Lieben Sirakomori. Hallo. Und wir kommen einfach nicht dazu zu questen. Doch, weil wir jetzt den Quest. Wir machen jetzt diesen Quest. Ich will jetzt unsere Speer. Oder mir irgendwas. Ja, ist ja gut. Aua. Ist ja gut. Schlägst du gerne mit dem Stock zu? Ja. Merk's. Da wollte ich mich nicht verwandeln. Ich glaube, Druide ist echt nicht so deine Klasse, ne? Eigentlich ist es eher Jäger. Oder irgendwas, wenn ich die Wahl habe, nehme ich einen Druiden. Ah, es ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Wenn man zumindest mal sich schneller verwandeln könnte oder es wenigstens irgendwie. Man kann sich auch schnell verwandeln. Da kann doch das Spiel nichts dazu, wenn du das nicht hinkriegst. Drück drauf und es passiert nichts. Also kann das Spiel was dafür. Ja, offensichtlich. Ja, bei mir habe ich keine Probleme mit komisch. Hol ich dir einen Ball? Was, ein Ball? Ja, wahrscheinlich hier liegt ein Ball, hast du gesagt. Keine Ahnung, wo du hier liegt ein Ball verstanden hast, aber ich habe nicht gesagt, hier liegt ein Ball. 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 Oh, ist das denn etwa. Guck mal hier, siehst du dieses Kügelchen hier drin liegen? Ja, siehst du kleine, da was? Ja. Heb das auf. Ja. Wenn du noch 5 Stück oder waren es 5 generell? Wenn du noch 4 Stück findest, kriegst du ein Haustier. Okay. Oder beziehungsweise einen Bauplan für ein Haustier. Oh, guck mal, ich kann es auch noch aufheben. Interessant. 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 Theresa Sand? Hi. Da kommt ein Hirsch. Oh, guck mal, noch einer, der nicht fliegen kann. Oh, ihr tut mir ja so unfassbar leid. Ja, Spider, Sarkasmusch. Ein Sarkasmusch. Ein Sarkasmusch. Ein Muskasch. Das Musch. Hier nix. Ich hab nur einen Busch im Bild. Der Busch im Bild. Ja, der Busch im Bild. Aufstoßen. Oh, was liegt da? Ach, die Probestruhe. Probestruhe. Hui! Ratatatata. Das kannst du beleben, wenn du Pokopock hast. Ah. Armes Kerlchen sieht so. Mein Stuhl quietscht. Ich habe erst gedacht, was ist das für ein Geräusch? So ging es mir immer mit deinem Stuhl damals, der so unfassbar laut geknarzt hat immer wieder. Das war ein Motorrad. Das war aber nicht bei mir. Nee, bei mir. Ich habe alle 8. Gebt okay. Auf mich 8. Ich nicht. Aber jetzt. Dafür kriegst du einen Tritt. Au. Ich in hab doch deinen Schritt. Ich sag einfach nur. Du darfst demnächst erstmal laufen, ne? Das ist dir klar. Wo bist du denn schon wieder? Ach, da unten. Ich bin schon gelaufen, ja? Hallo. Der kam vor mich hergefallen. Bitte was? Keine Ahnung. Er kam vor mich hergefallen. Ja. Ritter der schwarzen Klinge. Achso, hier, Bericht. Ja. Bericht. Ich hätte jetzt gerne ein paar Chicken Hühns. Ich weiß schon, wo es hingeht. Auf jeden Fall nicht zum anderen Bericht. Nein. Nicht wirklich. Jetzt auf Tethop. Tethos. Ha, mich juckt's. Die Kugeln sehen sehr interessant aus. Ja. Oh, danke schön. Oh, geht. Boah, der ist doch gar nicht angegriffen. Bäh. So, walte deines Amtes. Ah, guck mal, da ist noch einer. Sehr schön. Passt. Oh, er ist einer von den coolen. Ja.
die ich nie kriegen werde. Ich auch nicht. Dafür bin ich in dem Spiel nicht gut genug. Da habe ich die Nerven nicht zu, mir die anderen Viecher zu holen. Genau. Oh, bin ich nicht tot? Alter! What? Ich habe da jetzt leider gerade nicht drauf geachtet, was da passiert ist. Ich habe mit meinem Druiden da nämlich nie Probleme tatsächlich. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich kann es ja auch nicht sagen, aber plötzlich war ich bald tot. Au! Oh, der macht ordentlich Wumms, ey. Ja, die Teedose macht auch ordentlich Wumms. Ich glaube, das war dieses komische Erdbeben oder so. Oh. Aua! Ich will doch gerade Kürschnellen, lass mich in Ruhe. Ups. Ich will doch nur schneiden. Da, 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 da. Ich tu doch nix. Jawohl. Dankeschön. So, du rückst ja dem Fliegen immer näher hier. Den abgebaut. Ich habe meinen Feind abgebaut. 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 Bäh. Nicht vorbeifliegen. Draufsetzen. So. Das hier? Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nicht den Vogel. Hier liegt was. Oh. Ja, das ist nur ein Dingens. Kosmetisch. Ist der besser? Ist ja, der ist besser. Cool. Hä? Nein, ich habe was anderes noch gekriegt. Ach so, ich dachte schon, hä? Nein, ich habe was anderes gekriegt. Ich war schon so dezent verwirrt gerade. Das Bild war anlegen gebunden. Cool, kann ich im AH verkaufen. Ja, unter Umständen. Alles, was ich hier nicht verwerten kann, wird im AH verkauft vor allen Dingen. Verkauft, ja. Ja, sicher, warum auch nicht? Gerade so Handwerkswaren oder so ein Zeug, ne? Oder Rüstung. Ja. Eben. So. Nächster Bericht. Endlich mal. Obacht, Viecher ist. Hast du? Ja, ich hab. Schmerzen. Ach, du hast dicke, fette Drachenhaut, da passt das schon. Oh, noch verdächtige Papiere brauchen wir. Ja. Da brauche ich noch dann drei. Dann sind wir endlich fertig mit den Quests, die wir gerade haben, ey. Wir haben die Quests länger gedauert, als es eigentlich sind. Ja. Oh, guck mal hier. Eine Kerze. Erleuchtete Opfergabe für ein bisschen Ruf. Die Betonung liegt hier übrigens auf ein bisschen. Ich hab's gemerkt. Au. Ich habe kein Ziel. Schmerzen. Ich habe immer Schmerzen, wenn ich eins auf den Deckel kriege. Ich weiß nicht warum. So, jetzt brauchen wir noch Papiere, ne? Papeliere. Ach, Vorräte sind das. Aber sieht zumindest aus wie Vorräte. Die haben auch Schmerzen, glaube ich. Meinst du? Oh, was liegt denn da? Liegt da Schrift? Ah, das sind Papiere. Viele Papiere. Viele Papiere. Oh, da oben liegt auch wieder so ein kernloser irgendwas. Ja, ein Wombata. Wir brauchen Pokopok. Ja. Fertig, endlich. Ja, endlich. So, enttarnte Mittel. Ihr Tod ist bedauerlich, aber wir müssen die Zuflucht schützen. Wir müssen rausfinden, was das Kartell Xi hier vorhat. Oh, das Kartell hat also gedacht, es könnte seine Pläne mit einem Code verbergen. Wart mal kurz, das sollte nicht lange dauern. Sagte er und brauchte 10 Wochen. Zuflucht, um eine verschlossene Tür zu erreichen? Was? Nein, sie wollen in das schlummernde Gewölbe. Ja. Ja, das war der fertig, ja. Wir haben die Tür zum schlummernden Gewölbe sofort versiegelt, als wir ankamen. Es ist ein Heiligtum, eine Wiege für alles, was hier wertvoll ist. Die ihm innen wohnende Macht sollte nicht von uns berührt werden. Wenn der Anführer von Kartell Xi es geschafft hat, die Schutzschilde zu überwinden, während wir von der Schönheit des Ortes abgelenkt waren, dann graut mir vor der Vorstellung, welchen Schaden es bereits angerichtet hat. Schnell, wir müssen zum schlummernden Gewölbe, um für seine Sicherheit zu sorgen. Okay. Kommt bitte einfach heim. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn! Schon. Oh, Entschuldigung. Und jetzt ist mein Heim in Gefahr. Ich muss es beschützen.
So, was habt ihr rausgefunden? Die Berichte einmal bitte. Mit diesen Informationen können wir unseren nächsten Schritt planen. Habt Dank, Schlundgängerin. Taugt das Ding zumindest was? Nee, nicht wirklich. Guck mal, die oben nicht dran. Oh, hast du? Ich hab hier einen Lederhandschuss. Hast du schon was für die Hände? Jetzt ja. Hast du was für die Hände gekriegt? Ja. Okay. Ich krieg die ganze Zeit nur für die Füße, ey. Gemeinheit. Das kann alles weg. Das brauche ich nicht. Das kann hier hin. So, nächster. Habt ihr die nötigen Vorräte? Vielen Dank, wir wissen eure Mühen zu schätzen. Jetzt habe ich auch Handschuhe bekommen. Nochmal. Bessere Handschuhe. Ich krieg die ganze Zeit nur Füße. Und auch noch dasselbe. Mögen die Ersten unsere Opfergaben als Buße für unsere Verfehlungen annehmen. Hab Dank, bitte. Viel Glück mit eurer Aufgabe. So. Ihr solltet Chandris begleiten und die Streitmacht der Schlundgebundenen aus dem Osten infiltrieren. Was auch immer ihr an Informationen findet, wird unsere weiteren Schritte bestimmen. Gebt auf euch acht, wir wissen nicht, was euch dort erwartet. Die Eindringlinge haben sich bei der Schmiede der Nachleben verschanzt. Noch mehr ist nötig. Fangt dort an, wenn ihr sie wirklich bekämpfen wollt. Wir müssen herausfinden, was der Kerkermeister plant. Darion, stoßt mit den Pakttruppen von Westen her vor. Chandris, ihr und der Schlundgänger infiltriert die Ostseite und sammelt Informationen. Genau zur rechten Zeit. Vorräte für die Anstrengungen. Was habt ihr? Grüße, Reisende, was habt ihr gefunden? Oh, das wird vielen anderen notdürftigen Reisenden helfen. Ihr habt meinen Dank und auch den ihren. Ja. Da hinten ist noch irgendwo was. Ach, jetzt kommt das da. Das musst du jeden Tag brav machen hier. Sind immer ein paar verschiedene. Und wenn du das fertig hast, kriegst du was Tolles. Okay. Habt ihr schon einmal innegehalten und die Buffoniden beobachtet? Ein prächtiges Exemplar liegt im Wasser verborgen, still, geduldig, unbeweglich. Der weiße Krümel kommt ganz nach ihm. Sie ähneln sich sehr. Ich habe das Gefühl, dass Krümel den großen Buffoniden gerne aus der Nähe sehen würde. Vielleicht lässt sich die Kreatur mit Honig von den Vespiden hier in Serret Mortis hervorlocken. Könnt ihr welchen sammeln? Ich glaube, das ist irgendwie 6 Tage oder 7 Tage jeweils so eine Quest. Mhm. Und die musst du mal fleißig sammeln, fleißig machen. Der will mal irgendwie Kräuter und dann will er auch mal, kannst du auch was im Auktionshaus kaufen davon. Und ich glaube Seidenstoffe oder auch mal irgendwas, keine Ahnung was noch. Und das musst du immer fleißig machen. Okay. So. Haben wir sonst noch was zum Abgeben? Ich glaube nicht, ne? Nope. Ja, außer halt da oben das hier Wissen ist die halbe Macht oder was oder halbe Schlacht. Sie müssen bereits drinnen sein. Ja, scheiße, ne? Vielleicht könnt ihr die Tür mit Hilfe dieser Konsole öffnen. Schnell aufmachen. Kartell All. Ihr schwelgt in Wissen und unternehmt nichts. Nein, was hat der verdammte Nano mit der Konsole angestellt. Nein. Was hat er getan? Mein Gerät versagt. Darf ich jetzt, ja? Warnung. Nein, was hat der verdammte Nano mit der Konsole getan? Die Konsole ist außer Kontrolle. Wir müssen sie irgendwie reparieren. Vielleicht geht das ja mit diesen Knöpfen. Es zerbricht. Könnten diese Knöpfe etwas bewirken? Oh, nicht gut. Au! Ja, machen wir schon. Hm? Mit
Ja, dem einfach da hinterher rennt. Ein wenig dieser Macht ist mehr wert als ihr alle. Ich kann dieses Ziel kontrolliert nicht es, bevor es uns ich alle kann tötet. Das nicht angreifen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. So, ich habe den anderen Typen als aktiv angesiedelt gehabt. Kommt vor. Vielleicht mal einen anderen Knopf probieren? Das ist zu weit entfernt. Ja, ich hätte diesen Xy anvisiert gehabt die ganze Zeit. Ah. Uther. Ich kann nichts dafür. Imboametofutatete. Geht's dir besser? Ja. Ich habe kein Ziel. Einer dieser Knöpfe muss es doch ausschalten. Ich muss zuerst etwas anbieten. Hallo. Jetzt kriegst du eins auf die Backen. Aufs Maul, Junge. Und ich werde dir deine Finger knacken. Und dann draufkacken. Nee, das eher nicht. Das wäre unhöflich. Ja. Kannst du mal entscheiden? Dies hin und her gibt mir auf den Sack. Ich habe kein Ziel. Ihr seid zu spät. Nee, sind wir nicht. Halt der Maul. Schnell, wir müssen weg, bevor wir diesen Ort noch weiter stören. Danke vielmals für eure Hilfe. Bitte. Ihr habt wohl recht, Aldaliel. Die Macht hier ist gefährlich und unberechenbar. I. Was I? Hatte wieder Flackern gehabt. Sie kann auch schön sein. Ihr habt mir das gezeigt. Und der Typ, über den ich gerade gesprungen habe, hatte wenigstens doch die Bäreneier im Gesicht gehabt. Also ich bin eine Frau. Weil eben die Bären sitzen. Stöcke. Die Bären sitzen. So einmal Und da unterwegs ein bisschen Milch nuckeln. Mhm. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich muss nach Oribos zurückkehren. Ich werde Kartell All berichten, dass unsere Freunde nicht verloren, sondern erleuchtet sind. Ich verstehe. Ja! Jetzt, ihr seid kein Kartell mehr. Ihr seid Hüter. Hüter? Wir sind Erleuchtete. Wir sind erleuchtet. Muss ich wieder verkaufen. Mhm. Ja, du hast halt keine Gigataschen. Mhm. So ganz traurig. Alles gut, ich hab genug Reisen. Platz. Ratatatata. Freu dich im Bauchlöchrig. Ratatatata. Nix. Da war ein Wimpel im Weg. Ach, hier ist ein Anima-Dings. Hä? Anima-Reservoir. Ah, warte. Wo? Ich sehe es gerade leider nicht. Ist das hier? Nee. Da. Geh doch mal hin. Ich sehe es doch nicht. Ich bin doch gerade blind auf den Augen. Dann bist du blind auf den Augen? Weil ich es halt gerade nicht sehe. Hier. Was ist eure Beute? Ja. Ach so. Ach so, den anlabern. Ach so. Ich dachte, ich muss irgendein Gerät anlabern. 6000 Anima, uff. Ja. Ich sag ja, jetzt ist nichts mehr hier mit Dürre. Nee. Und das kriegt dann alles, sozusagen meine Fraktion, ja? Ja, für die Nachtfee halt. Okay. Diese Schriften muss ich die eigentlich behalten? Nee, die kannst du auch verkaufen. Okay, das reicht, das musst du nur finden. Ah, okay.
Willst du erst den Honig machen oder willst du mit der Story weitermachen? Ja gut, der Honig ist am selben Platz oder fast am selben Platz. Naja, hier ist noch ein verlorener Huld Quest bei mir auf der Karte noch. Da kann man auch Honig sammeln. Verlorene Huld Quest auf. Ach, da drüben, ja. Da. Jetzt ist es in Sachen Rare Mobs und Co. hier ein bisschen ruhiger geworden, jetzt wo wir relativ viele mitgekriegt haben. Ich merk's. Ah, nee, da kommt dieses Kackrätsel wieder. Ja, hier sind so ganze Menge verschiedene Gerätschaften und die musst du in der richtigen Reihenfolge anwählen. Ist das zuerst? Nein, das war nicht richtig. War klar. Hätte mich auch gewundert. Wenn du das Richtige anwählst, wirst du nicht umgeboxt. Au. Ja, also erst den da. Das Piraten ist für jeden was anderes? Keine Ahnung, kann sein. Bei mir ist auch der da. Au. Da oben den nicht. Ja, hab's gemerkt. Die Info kam leider zu spät. Ja. Das Ding. Ja, als nächstes oder was? Nee, mich hat's umgehauen. Umgehauen! Probier mal das da. Da muss man halt nach und nach, muss man halt die ganzen Dinge ausprobieren. Okay, das ist nicht. Das da. Das da. Das da. Aha, dann hier das dritte ist das hier oben auf dem Vorsprung. Ja, dann ist das hier drüben und dann am Schluss hier neben. Ha, wo? Sehr. Wo? Hier. Das hier. Der da, ja. Oho. Was denn? Okay. Noch da? Ja, ich bin noch da. Ich weiß zwar nicht, ob der das funktioniert, aber ja, ist ja gut. Haha. Damn luck. So. Der hat Rüstung an. Okay. Ja, wir haben es zumindest jetzt auch hingekriegt mit den komischen Rätsel da. Ja. Aber ich persönlich mag solche Rätsel nicht, die dauern immer so Ewigkeiten. Und ich muss grundsätzlich immer erst komplett alles falsch machen, ehe ich dann am Schluss fertig bin. Geben weil doch nicht ich grundsätzlich immer die falschen Ausrufezeichen. Anklicke. Ach so, da drüben wolltest du ja hin, ne? Ja. Okay. Ich will so viele Quests mit dem. Hier ist wieder Gorkek. Ach, da drüben. Ich guck mal, vielleicht komme ich jetzt hin. Bevor, dass er umfällt. Oh, hallo Schlemmerin. Die gerade an uns vorbeigeflogen ist. Ja. Wie schön, dass du mich hast. Wie weit ist denn der weg? Der ist auf der anderen Insel drüben. Der ist auf einer anderen Insel? War der jetzt da unten? Ja, da wo wir gerade hinfliegen. Hier ist übrigens auch die Raid. Okay. Da ist der Eingang. Ach, der ist auch noch nicht angegriffen worden. Warte. Ich muss mal. Ach, da kommen schon die ersten. Was bist du für einer? Ein Hexenmeister. Yay.
Ach, da ist ein Magier und noch einer. Ja, perfekt. Also, auf geht's. Der ist so heftig. Ja, es kommt drauf an halt. Aber ich warte eigentlich immer ganz gerne, bis sich jemand noch anschließt. Gift. Ja, der muss auch im Grunde wieder aus der Siffe gezogen werden. Warum knurrt denn mein Viech schon wieder? Willst du mich verarschen? Ich schalte das gerade mal aus. Bin da rausgeknurrt ein bisschen. Ja, danke. Ich habe leider gerade nicht gesehen, dass mein Pet schon wieder das Knurren angefangen hat. Alles gut. Das sind sowieso nicht nur dein Pet. Der müsste wieder rausgezogen werden. Ja, es macht ja von den anderen keiner. Tot spielen. Hier wird nicht tot gespielt. Ich glaube, dann heilt er sich auch, wenn er, glaube ich, tot spielt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich erwische den nur relativ selten, weil der sehr schnell gekillt wird, tatsächlich. Scheiße. Kann ich sagen, warum keiner den aus der Sippe rausholt? Das sind alles Fernkämpfer. Ich sammle mal eben ein, bevor da irgendwas verschwindet. Und dann gibt's per Post. Kann sich mal einsammeln. Alles gut. Na, kann ich ihn einsammeln? Ah, hier. Diamanten unter Armschienen kann ich nicht mehr aufsammeln, weil ich schon habe. Ja, dann solltest du die Dinger mal benutzen, damit die nicht droppen mehr. Ich habe doch gar kein Dings. Ja, also wenn es heißt, du kannst die nicht benutzen oder kannst die nicht aufheben, weil du es schon hast, dann hast du es noch im Inventar liegen. Ja, was ist denn? Ach, verdammt. Ich habe sie zweimal genutzt, ich Idiot. Egal. Naja, was ist doch egal, ob du das einmal oder zweimal nimmst. Ja, das ist das Rätsel. Ja. Da brauchst du, guck, da musst du hier oben, ne? Du siehst hier da musst du innerhalb von einer bestimmten Zeit vier oder fünf Siegel. Das würde ich dir tatsächlich erst empfehlen, wenn du fliegen kannst. Das ist sonst viel zu anstrengend. War hier. Das waren alles nur Pläne hier oben. Da drüben ist noch eine Kiste. Mal gucken, was das ist. Ach, da ist ein Nest. Na, jetzt. So. Jetzt gehen wir zu den Beanges. Zu den Beanges, ja. Und wir haben ja auch noch gar keine Weltquests freigeschaltet. Nope. Und ja, gibt's ja auch. Und hier gibt's auch noch einen richtig bösen Weltboss. Na toll. Ja. Da freue ich mich ja jetzt schon tierisch nicht drauf. Naja, geht. Gibt schlimmere. Oh, warte mal, ich muss da mal was kicken tun. Starbuck-Quest. Ja, ich weiß. Lass mich doch jetzt erstmal gucken. Ich suche da was Bestimmtes, dass an diesen. Ah, da, guck mal. Was ist das? Ja. Vorsicht. Das musst du anklicken. Du bist jetzt nicht runtergefallen, ne? Nee, gut. Wir sind noch da. Ja, aber ich komme nicht dran. Ich kam auch dran. Nein, das ist jetzt nicht mehr da. Nein, nicht die Kiste. Ich meine das blaue andere Ding. Ja, kann ich nicht anklicken. Wieso kannst du es nicht anklicken? Ich kam auch dran. Jetzt so, hier. Siehste, sag ich doch. Glaub mir doch mal was, wenn ich schwarz sage. Bienenseele? Okay. Ja, eine Bienenseele. Ich schmeiß dich ständig von meinem Rücken runter, ne? Das tut mir leid. Ich merk's. Oh, nee. Oh, jetzt, ich hasse diese Scheißvögel. Ah. Die Nerven so. Weg mit euch, ihr Kackviechers. Nervige Vögel. Ja, du sagst es. Aber Bienen. Ja, klatsch einfach runter hier.
Wow, eine Bienenwabe? Ernsthaft? Ja. Ja, du musst dich auch anstrengen für das, was du hier haben willst. Nö. Kannst du knicken? Da greife ich definitiv nicht mehr an. Klatsch. Bist. Ich bin irgendwo hinter dir gewesen. Achso. Hi. Na, hallo, kannst du jetzt mal bitte? Danke, geht doch. Ich wollte gerade sagen, warum springst du als entgegen? Irgendwie klemmte da gerade was. Ja, Batsch. Und da komm, ich helfe euch da auch nochmal. Na. Ich bin außer Reichweite. Batsch, komm her. Einmal draufballern hier überall. Okay. Ach, ich glaube, die farmen hier alle, die killen hier alle diese Viecher, weil sie diese Gitter haben wollen, weil es eine der seltensten Gitter, die hier droppen können. Und da sind welche, die killen hier nonstop diese Viecher, weil sie diese Gitter verkaufen wollen. Gitter? Ja, das sind Komponenten, wo du dann die Reittiere mitbauen kannst. Hm. Und je nachdem, was für ein Reittier du bauen willst, brauchst du halt ein verschiedenes Gitter. Willst du so ein Wespenreittier bauen, brauchst du so ein Wespengitter. Willst du so einen Vogel bauen, brauchst du so ein Vogelgitter. Ja. Ich bin außer Reichweite. Also eher was für die Ingenieure, oder? Nee, das können alle machen. Das ist nicht nur Ingenieure. Ja. Auch wenn das Maschinen sind, da gibt es dann, du schaltest dann irgendwann ganz, irgendwann später, schaltest du dann diese Protoform-Synthese, da wo ich euch immer die Reittiere gepostet habe in der Gruppe. Das schaltest du dann irgendwann frei und da kannst du dann, wenn du spezielle Sachen sammelst, kannst du dann da die Reittiere bauen. Okay. Oder für Haustiere zum Beispiel gibt es das auch, da gibt es das gleiche nochmal. So, gleich haben wir ein einziges Gitter bekommen von irgendwas. Ja, die sind auch nicht gerade häufig am Droppen, die Dinger. Aber sie existieren auf jeden Fall. Zur Not, die kannst du auch im Auktionshaus kaufen. Ich muss zuerst etwas warte mal. Komm mal die Vorhol runter. Batsch. Ich hol mal so eine rote runter. Mach das. Ah, perfekt. Ja. Was sind das eigentlich für Jägerdinger? Oh, sind auch Wildheit. Yay, yay. Ah, nee. Das will ich. Folge der Bienenseele. Nee, ich will aber nicht. Bladet Spiel. Kommen wir irgendwann mal zu dieser verlorenen Hult nochmal hin, oder? Ja, nicht mehr. Jetzt aktuell. Ach so, stimmt ja, wir wollten ja da die Quest. Ja, gut. Ja, wir kommen per Quest da auf jeden Fall noch hin, ja. Okay. Weil dann müssen wir das hier annehmen und dann machen wir Feierabend für heute. Ja. Außer das ist jetzt ein Szenario, dann haben wir ein Problem. Wir können auch das so dabei belassen hier jetzt. Ja. Weil ich glaube, so wie das aussieht hier, könnte das ein bisschen dauern. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir für heute die Folge. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird nicht allzu langweilig für euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Also tschüss.